So, da sind wir wieder im Stadion. Wir freuen uns auf das Spiel. Begrüßen Sie ganz herzlich Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und herrliche Stimmung hier. Und da freue ich mich natürlich, an der Seite von Manni dieses Spiel begleiten zu können. Und heute heißt es also am Kap Herm gegen Spartak Moskau. Mensch, Buschi, die Fans, die gehen aber richtig mit. Wahnsinnsatmosphäre heute. Ja, und da macht es richtig Spaß, dabei zu sein. Das kribbelt jetzt schon und wir haben ja auch ganz gute Plätze. Und als Schiedsrichter läuft heute Alexej Borochowski auf. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Und der ist alleine durch. Nicht nur Bälle fangen und wegfausten, auch mitspielen. Gutes Torwartspiel sieht genau so aus. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Den muss er jetzt reinbringen. Sicher weggefaustet. Ganz schnelle Entscheidung, Foul, aber Vorteil. Perfekt gemacht, gutes Auge vom Referee. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Flanke fliegt in den 16er. Dank seiner Übersicht. Jetzt zieht er ab. Kommt dann noch ein Klassiker hinterher. Da passte kein Frauenhaar dazwischen. Oh, ein Philosoph. Wunderbar gemacht, dieser Abschluss. Herrlich gemacht. Wunderbar ins Eck. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Und der Schiedsrichter gibt zu bedenken, so fangen wir hier erst gar nicht an. Und die Mauer verkürzt den Abstand zum Ball, da müsste der Schiri eigentlich eingreifen. Das war schwach gemacht, es gibt Einwurf. Balleroberung im Mittelfeld. Könnte es gefährlich werden. Und hier der Abwehrspieler ohne jede Möglichkeit, ihn zu halten. Also da ist ja nicht nur der Rasen nass, auch der Ball ist glitschig, da kann sowas passieren. Dimitri Kombarov, da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Guter Pass.
genau hingeschaut. Und Achtung, der könnte passen. Die Flanke bringt nicht den gewünschten Erfolg. Gute Flanke. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Das weiß ich aber auch nicht so genau. Hätte man auch auf Vorteil entscheiden können. Den Ball, da liegt er doch. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Und jetzt starten sie einen Konter. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und die Situation ist bereinigt. Zweikampf um den Ballbesitz. Entwickelt sich eine Möglichkeit. Er hat den Ball sofort verarbeitet, aber er kann den Ball nicht festhalten. Der Assistent entscheidet abseits. Der steht goldrichtig. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ja, ja, so geht's auch. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Zu 0, knappe Führung, beide Mannschaften können noch was draus machen. Es kam, wie es meistens kommt, wenn der Kleine gegen den Großen spielt. Die Ausnahme, sie fand nicht statt. Nee, aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte es mir gewünscht, dass wir hier einen offeneren Schlagabtausch sehen, aber völlig chancenlos. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Sehr gute Flanke. Jetzt schießt er und besser und härter kannst du nicht schießen. Aber besser kannst du auch nicht halten. Ja, da kommt was auf uns zu. Schöne Flanke. Zweikampf.
hat er ihn sicher. Gut gehalten. Ja, da stand er stark unter Druck, das muss man sagen. Ja, schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Jawohl, abgefangen. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Das sieht aus wie Training, perfekt. Er ist ins Straucheln gekommen, aber er bleibt auf den Ball. Diese Geste ist eindeutig. Der Schiedsrichter gibt Elfmeter. Elfmeter, gelb oder rot? Er gibt gelb. Und das ist glücklich, 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 denn das war aus meiner Sicht ein Platzverweis. Der Trainer will und muss das Spiel nochmal in andere Bahnen lenken. Und das soll funktionieren mit einer Auswechslung. Kannte er die Ecke? Jedenfalls hat er gehalten. Mir fehlen die Worte. Unglaubliche Aktion. Ein Versuch der Balleroberung. Da wird zum Eckball geklärt. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist noch wirklich nichts draus geworden. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Dimitri Kombarov. Zeigt auf den Punkt. Strafstoß. Riesenaufregung. Rote Karte. Aber völlig zu Recht. Wir müssen uns neue Namen merken. Auf beiden Seiten gibt es Auswechslungen. Wirkte fast schon lässig, cool. Da hat er gar kein großes Theater drumherum gemacht. Er verwandelt ihn sicher, den Helfer. Manni, und genau so musst du einen Strafstoß schießen. Freistoß. Boah, der passt aber ganz genau. Also 3 Zentimeter höher, da geht er an die Latte. Und hier ist die Zahl der Fouls bisher. Luschakow. Ein toller Pass, das könnte Schuss und er ist drin. Dieser Junge wird sich wünschen, heute Abend wieder zu Hause zu sein und von der Ehefrau getröstet zu werden. Aber Manni, da müssen wir auch überhaupt nichts beschönigen. Das ist eine erbärmliche Torhüterleistung hier. Und die Abwehr aufmerksam. Luschakow. Tja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch.
sauber geklärt. Die Hereingabe war gar nichts. Der Verteidiger ist auf dem Posten. Was machen Sie drauf? Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. Super Flanke. Drei Tore für die einen, keins für die anderen. 3:0 das Endergebnis.